Heute Vormittag habe ich Pomala verlassen und bin jetzt auf dem Weg weiter Richtung Norden und mache jetzt einen Stopp in Savolina. Und hier haben wir, ja, ich denke mal, doch mit die bekannteste Burg in Finnland. Olinlinna, wenn ich mich jetzt nicht irre. Im Sommer sind hier Festspiele. Das wird immer sehr groß aufgebaut, sage ich jetzt mal. Jo, da schaue ich jetzt mal mir ein bisschen die Burg an und was so drumherum ist. Die Burg, die steht auf einer Insel, deswegen gibt es hier mehrere Brücken. Heute ist ja Samstag. Vielleicht doch nicht so ein guter Tag herzukommen, weil ich denke jetzt mal, die ganzen Einheimischen werden jetzt auch mit den Families hierher kommen, spazieren gehen. Wochenendausflug. Ich verjag hier gleich die Enten. Bei den Vögeln ist das wie bei uns Menschen. Die einen können sich ein kleines Häuschen leisten und die anderen gleich eine ganze Festung. Thank you.
Also hier drin haben sie jetzt schon aufgebaut. Also wird es dieses Jahr wieder die Festspiele geben. Schade, dadurch kann ich den Innenhof nicht sehen. Also die Stadt Savolina hat an sich jetzt nicht viel zu bieten. Da gibt es einen Kirchturm, der ja interessant ausschaut. Jetzt einen Hafen. Bis jetzt bin ich eigentlich sehr gut die Straße lang gekommen und dann sollte ich abbiegen. Das sah auch noch eine richtige Kreuzung aus. Und dann kommt so eine Straße. Also es scheint richtig zu sein. Es gibt sogar Menschen, die hier auch lang müssen. Es gab keine Sperrung. Da stand halt bloß, also übersetzt wurde es mit Hagel. Also Achtung Hagel. Ich gehe mal davon aus hier, dass dieser Split gemeint ist. Und jetzt darf ich 6 Kilometer diese Strecke fahren. Weil jetzt vorhin kam was auf dem Schild Fahrbahnverengung und jo, so wie es hier vorne rausschaut, dürfte das nicht überall stehen, oder? Jetzt kommt da die Westenstraße. Nee. Sogar Wegweiser gibt es hier. Seite.
heißt, hier bin ich. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Also ich scheine da zu sein, da stehen Menschen. Ich fühle mich gar nicht beobachtet. Ich habe mein Zimmer gefunden. Wirklich am Ende der Straße so ungefähr. Und wenn man jetzt hier reinkommt, sieht schon gemütlich aus. Das ist so wie eine kleine Bar. Ich denke mal, hier werden auch Veranstaltungen gemacht, so klein, in kleinen Rahmen. Und das sind quasi jetzt die Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist jetzt hier diesen Flur. Und es gibt 3 Zimmer und jedes ist anders eingerichtet. Finde ich total goldig. Da hast du einmal mit Bergen und Seen. Einmal dieses, dafür habe ich mich entschieden, ich durfte mir eins raussuchen. Habe mir schon Bettlagen hingelegt und was mich total gereizt hat, ist dieses Bild. Ich weiß nicht, ob man das Ganze draufkriegt. Wer mich kennt, da muss ich nicht so viel dazu sagen. Und ein Stapel Bücher, sogar Deutsch was dabei. Haha, von Tolkien oder über Tolkien. Hier haben wir nochmal eine Finnland-Karte. Die ist aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, weil hier gibt es das Leningrad. Ein bisschen was zum Sitzen. Und das ist dann nochmal das andere, das dritte Zimmer. Das ist das Waldzimmer, würde ich sagen. Echt schön gemacht.